Was letzte Folge geschah. Was? Oh mein Gott, ich bin irgendwo explodiert. Irgendwas ist explodiert. Ich hab's gehört. Was? Hä? Woher denn? Oh Gott. Ich bin sofort vom Blitz getroffen. Man kann jetzt eigentlich. Oh Gott, nein, 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 nein. Nein, nein, helf mir. Schnell. Ich komm. Fuck. Fuck, die kommen wieder. Nein, nein. Foxy. Nein. Okay, ich hab mich eingebaut. Ich starte noch in unserer Base drin. Stimmt, ich habe mich ja nochmal eingebaut. Bist du schon drauf? Ich bin schon drauf. Warte, bei mir dauert es kurz. Komm, anmelden. Sahi hat übrigens 6 Tode. Der Moller wurde von Zombie erschlagen. Hä? Hä, bei mir passiert nichts. Es ist Nacht. Hä, bei mir hat es ewig gelaggt gerade, als ich drauf bin. Hä? Okay. Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Wasteland. Ihr habt gerade einen kurzen Ausschnitt gesehen, in dem ich, ja, gerade versuchte auf den Server zu kommen. Aber direkt gestorben bin. Ich durfte jetzt ausnahmsweise direkt an diese gestorbene Folge nochmal diese anhängen, damit halt kein Sekundenpart, mit dem ich nichts machen kann, veröffentlicht wird. Und ich würde einfach sagen, wir gehen direkt auf den Part, auf den Server. So meine ich das. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ich habe große Angst. Ich darf nicht schon wieder tot sein. Wenn ich jetzt schon wieder tot bin, dann... Achso, warte, nee. Ich darf ja... Ich war ja nicht tot. Ich war ja nur tot, weil die Nachricht so noch so war, aber... Gut, wir sind am Spawn. Da landen wir nun einmal. Puh, und ich würde sagen, wir gehen so schnell wie möglich wieder zurück zur Base. Da unten ist auch schon wieder so ein compressor Dude. Und da ist rot. Und ist das blau oder grün? Ich glaube, das ist grün. Oh Gott, das sieht man ja gar nicht. Ich glaube, das ist sogar unsere. Ich würde nur gerne sehen, wo die anderen sind. Die sind da drüben und das ist grün. Okay. Sieht man ein bisschen schwierig. Nee, warte. Hä? Oh Gott! Oh Gott. Ihr müsst wissen, wenn man sich schnell bewegt und damit Optifine sich bewegt, dann hat es so... Dann sind die Bewegungen nicht synchron und das ist ein bisschen irritierend. Ja, okay, das ist blau. Okay, ich laufe lieber schnell mal rum, bevor hier irgendwas passiert. Nein. Da ist ein Zombie. Es gefällt mir nicht, dass der noch lebt. Anscheinend kann der durch die Rüstung überleben, oder was? Okay. Da ist auf jeden Fall der Bunker, den Foxy uns gebastelt hat. Und das ist jetzt echt doof, dass der Typ da ist. Das ist sogar sehr, sehr doof. Aber hier, nee, nicht hier. Hier sind unsere Sachen. Das war meine. Das war auch meine. Ich nehme hier mal lieber mal ein bisschen Erde mit. Essen haben wir auch. Und sonst eigentlich nichts Besonderes. Wir können uns dann nachher mal hier vielleicht runterbauen. Aber ich sollte vorher erstmal... Ja, was mache ich denn mit dem? Ich versuche ihn mal kaputt zu machen. Vielleicht kriegen wir eine Rüstung raus. Ich habe ein bisschen Angst, weil zwar wird nichts Spezielles bei dem angezeigt, aber der greift uns auch nicht wirklich an. Ist er freundlich? Naja, gut, soll mir recht sein. Wir haben ein Zombie-Herz bekommen, okay. Ist jetzt nicht so wichtig, da sind noch zwei weitere... Ach nein, Foxy, die musst du trennen. Das lohnt sich mehr. Das lohnt sich mehr, die zu trennen. So, da ist auch ein bisschen mehr geschützter. Okay, da ist Shucks Baum. Den können wir uns auch schnappen. Wir dürfen nur dafür, wir dürfen nicht dafür sorgen, dass er kaputt geht. Weil wir wollen da später einen Seidenwurm oder Silkwurm, wie auch immer man ihn nennen möchte, reinhauen, damit der ein bisschen für uns arbeitet. Oh, da habe ich das getrennt. Dürfte aber gar kein Problem darstellen. Wir brauchen ja nicht viel. Hier kann ich noch einen abbauen, oder? Ah, nein. Immer so ein bisschen dran rumarbeiten. Ich glaube, den kann ich auch am Boden abbauen, weil der braucht ja kein Wasser. Sozusagen. So, dann haben wir ein bisschen Holz. Dann mache ich noch ein paar Barrels. Das ist ziemlich wichtig, eben um Wasser zu besorgen für den Anfang. Und vor allem, wenn es gewittert und regnet und alles, dann haben wir da auch ein bisschen Sicherheit. Außerdem will ich da eine Tür hinhauen, dass wir da so einen Mining-Schacht hinmachen können. Aber erstmal da. Ich bin nicht gewöhnt, wie die Dinger hier aussehen, ne? Noch ein bisschen. So. Machen wir hier mal 1, 2,
komm, mach mal gleich mehrere. Mach mal doch gleich mehrere. Gott, was ist da passiert? So. Okay. Stack dich halt nicht. So, hier. Und da. Und einen habe ich sogar noch. Den hauen wir einfach mal dahin. Wie schaut's denn eigentlich mit den Dingern aus? Oh, das Fleisch sieht gut aus. Ich habe jetzt leider nicht geschaut, ob wir noch Zombiefleisch haben, dass ich noch was abbauen hätte können. Nietor. War das vorher schon? Ich weiß gar nicht, ob das vorher schon da war. Achso, auf das Regal muss man klicken. Ganz vergessen. Die sind noch nicht fertig da hinten. Okay, warum sind die? Ach, sind die außerhalb des Chunks? Deswegen wurden sie nicht fertig gemacht? Das kann sogar sein. Soll ich einfach mal schnell die Dinger abbauen und mitnehmen? Ja, komm. Dass ich die an unserem Bunker platziere, weil dann sind sie im Chunk drin. Dann sind sie nicht so weit weg. Und man kommt halt auch dran, wenn jetzt halt Gefahr ist und wir wurden irgendwie quasi im Bunker eingesperrt, weil die Zombies draußen herumlaufen. Da können wir halt nicht durchlaufen hier einfach. Deswegen nehme ich das mal lieber mit. Sind noch gut in der Zeit. Ich muss mich natürlich beeilen, weil die Sonne geht schon wieder runter langsam. Und ja, ich will nicht schon wieder sterben. Habe ich nicht so Bock drauf, ganz ehrlich. Und deswegen gehen wir da mal her. Da steht noch nichts. Da ist Kopf. Ist der jetzt noch Nehme ich mal mit. Ist hier sonst noch irgendwas? Ja, die Fackeln lasse ich lieber mal da, ne? Nicht, dass hier irgendwas spawnt. Gut. Ist hier sonst noch? Nee. Sonst ist hier nichts mehr. Gut. Gut, gut. Den Kopf nehmen wir mit. Wenn wir schon da haben. Oh, mein Skin ist gerade weg, aber soll mir recht sein. Was ist das eigentlich? Ein Netherstein. Okay. War das schon die ganze Zeit da? Ich glaube nicht. Da ist auch so eine Himmelsinsel. So. Ich bin da langsam. Ich sollte vielleicht langsam mal was essen. Ich habe auf jeden Fall jetzt genügend zu essen. Tue ich natürlich einen Teil wieder rein, dass die anderen was haben. So, das schaffe ich. Oh! Nein! Hör auf! So, das kommt dahin. Da können wir die Schablonen reinpacken. Wo haben wir sie denn? Eine leere Schablone kann man, glaube ich, nicht reinpacken. Wir hatten doch noch irgendwo eine Kiste. Da. So. Also packen wir da rein. Kann man auch die Dinger reinpacken, die eben noch nicht benutzt wurden? Ich glaube nicht. Steinspitzhackenkopf. Achso, das kann man auch machen. Okay, ich habe was zum Bauen dabei. Ich habe Essen dabei. Ein Teil des Essens tue ich mal hier rein. Oder tue ich da rein. So. Ich glaube, so viel werde ich nicht brauchen. Und dann baue ich mir noch eine Tür. So. Eine nur, nicht wie Foxy, der aus Versehen zwei. Ja, Gott. Gut. Achso, ich wollte die Dinger noch aufhängen. Ganz vergessen. Mach hier so schön drüber. Oh, stört das? Nee, dürfte eigentlich nicht stören. Denke ich. Denke ich. Und wenn es stört, dann, ja gut. Mein Fehler. Ach, sogar hier kann man welche drüber bauen. Na, guck mal. Eine an. Gut. Ist schön vollgetankt. Ist so ein bisschen stylisch, ne? Das macht man ja heutzutage. Ich muss mal kurz gucken. Da drüben war unser Loch, ne? Hier. Dass ich in eine andere Richtung baue. Und so Schokobos, die hocken auch noch rum. Die Armen. So. Dann mache ich das nämlich schnell so. Dass ich hier mal so ein bisschen was rumpacke. Ich habe ja Erde dabei, ne? Die kann ich auch gleich nutzen dafür. So, zack, zack. Zack, zack, zack. Okay, schnell einfach abbauen, dann passt es schon. So, dann soll hier die Tür hin. Haben wir noch irgendwo Blöcke einfach drin? So ein bisschen Stein. Na, Kies will ich jetzt nicht nutzen. Ach komm, dann nehmen wir noch ein bisschen. Na. Moment. Natürlich kann ich ein bisschen Erde nehmen. Wir haben hier nur Erde rumstehen. Was stelle ich mir da denn für eine Frage? So. Gut. Dann tue ich so. Fackeln brauche ich. Das ist ganz wichtig. Das ist sogar sehr, sehr wichtig. Denn ohne Licht ist ja ein wenig, ne, dramatisch. So. Okay.
Okay, das ist jetzt zu. Dann kann man hier durch. Da ist so ein Sicherheitsgang quasi. Dass man nicht instant irgendwie sterben kann. So, und dann geht's erst runter. Gut, dann können wir ein bisschen minen. Ich hoffe, es kommen keine Viecher. Auf jeden Fall kann ich so fliehen halt und schnell zumachen. Warte, hier muss noch ein Block hin. Das ist Marmor, das will ich jetzt nicht nutzen. Das kann, glaube ich, sogar noch sehr wertvoll sein später. Ich weiß es nicht. Kies können wir auch nicht nutzen dafür. Achso, hier haben wir noch ein bisschen Erde. Nehme ich mal mit. Habe ich auch was zum Abbacken. Das ist immer wichtig. Third. Und dann gehen wir mal runter. Damit können wir uns ein bisschen aufbessern. Kann man nicht die Lichtmap hier irgendwo einstellen? Dass man sieht, wo es zu dunkel ist und wo nicht. Ging doch irgendwo. Oh, Moment. Okay, Aufnahme. Hallo? Aufnahme. Bitte? Vollbild. Danke. So, gut. Nicht weiter Zeit verschwenden. Hellgrüner Stein haben wir hier übrigens. Interessant. Hellgrünen Stein. So, ich habe jetzt hier mal die Dinger offen. Da sieht man ja, wie das Lichtlevel ist. Rein theoretisch. Oder? Wo sieht man es denn? Irgendwo kann man das doch sehen. Ich höre auf jeden Fall eine Fledermaus, das heißt, hier irgendwo ist eine Höhle. Das kann ziemlich gefährlich sein. Ich weiß, ich tue mich gerade so richtig hackelig runterbauen, aber was soll's. So, dann packen wir da hin. Dass es immer schön ausgeleuchtet ist. Auf was für einer Höhe sind wir denn? Wir sind auf einer Höhe von 50. Also schon ein ganz gutes Stück. Oh Gott, er hat kurz geleckt. Schon ein ganz gutes Stück oben. So. Da. Unsere Spitzhacke ist auch gleich im Eimer, sozusagen. Wir können sie ja aufwerten wieder, ne, dass wieder alles in Ordnung ist, aber gleich, wie schaut es denn eigentlich damit aus? Na, Shift. Abbau, das könnte man erhöhen. Dafür bräuchten wir XP. Achso, eigentlich sollte ich eher das machen, ne? Fällt mir gerade so ein, dass wir die aufwerten können. Aber bauen uns erstmal ein bisschen runter. Haben wir ein bisschen was. Kann nicht schaden. Gleich ist eh im Eimer. Ja, jetzt kann ich nichts mehr abbauen. Gut, dann gehen wir wieder hoch. Durch unseren Weg hier. Wir haben noch 7 Minuten. Glaube ich ein bisschen mehr, weil ich ja schon ein bisschen früher angefangen habe aufzunehmen. Ne, wegen, dass man den Screen am Anfang sieht. Aber da haben wir schon mal einen ganz guten, sicheren Weg. Sieht doch ganz sexy aus. Warte mal, da nehme ich hier den Kopf. Oh, dann klatschen wir da drüber. Oh, ist sexy. Ja, schöner Erdtunnel. Und wir müssen uns dafür sorgen, dass wir bald... Ja, da kommen sie alle. Vielleicht haben wir Glück. Ich bin ein bisschen später auf dem Server, als der Tag anfängt. Vielleicht haben wir Glück und können noch ein paar Gehirne später abhaschen. Das wäre natürlich nice. Das kann ich mal ausmachen. Und dann, dadurch, dass wir noch einiges an Holz haben... Mache ich mal noch ein paar Holzhammer und dann tun wir ein bisschen was zu kloppen. Ah, guck mal, hier sind noch zwei Dinger drin. Die nutzen wir doch gleich für einen. Zack. Na komm, machen wir auch gleich mal zwei oder drei. Hauptsache, wir können ein bisschen zerklatschen. Mit einem Sieb könnte das später wesentlich einfacher sein, weil man den dann halt auch nur durchhauen muss. Aber den haben wir noch nicht. Genau. So. Gut, dann kloppen wir ein bisschen. Wir haben ja schon Kies, ne? Wir haben doch schon Kies irgendwo. Sand meine ich natürlich. Und den müssen wir dann in Dust verwandeln. Da brauchen wir dann Ton. Da brauchen wir einiges von. Stein haben wir auf jeden Fall genug. Kies haben wir viel. Ich würde eher noch ein bisschen mehr auf Sand und Dust gehen. Kann man die nicht? Warte mal. Oh, meine Kamera ist gerade einfach ausgegangen. Okay, dann soll die halt aus sein. Meinetwegen. Kann man nicht die compromisen und dann einfach abbauen? Oder muss der... Ja, kann man. Ich weiß aber nicht, ob das sonderlich klug war. Ich baue halt jetzt halt 9 Dinger in der Geschwindigkeit von 9 ab. Ich glaube aber, das ist sogar ein bisschen schneller. Ich müsste eigentlich auf die Zeit schauen. Batterie fast leer. Ach, deswegen ist die Kamera rausgefallen. Okay, meinetwegen. Ist ja eh nicht mehr lange.
Hier ist ja eh nicht mehr lange. So. Ah, wie lange hat denn das jetzt gedauert? Ich weiß es nicht, ob das so klug ist. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 35. Okay. Oh, da sind sie alle davor. Oh, da ist ein Compressor. Ich habe gerade einen Compressor gesehen. Vor denen habe ich ein bisschen Respekt. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das waren 11. Ja, gut. 1. Ja, das geht viel schneller, Mann. Okay, das war dumm. Das war tatsächlich ziemlich dumm. Aber, naja. Ich glaube, später mit größeren Sachen und mit compressed Hammers geht es besser. Deswegen habe ich, glaube ich, da so ein bisschen dran gedacht. Na gut, soll mir recht sein, wie gesagt. Wie schaut es eigentlich mit den... Ja, dauert noch ein ganzes Stück. So, was wollte ich machen? Das hier reinhauen. So, dann nehme ich noch ein bisschen Gravel. Und hier den Bruchstein. Wie lange habe ich da noch? Ein paar Minuten habe ich noch auf jeden Fall. Tue ich noch ein bisschen Zeug zerkloppen. Und wie geht's euch, Leute, so? Wie gefallen euch die bisherigen Folgen? Ich weiß, alle ziemlich chaotisch, ein bisschen durcheinander hier und da. Was will man machen? Aber bis jetzt. Jetzt bin ich endlich an einem sicheren Unterschlupf. Ich hoffe, keiner reißt den aus Versehen ab. Das wäre eher ungünstig. Aber bis jetzt eigentlich alles super. Ich hatte am Anfang ein bisschen Angst, weil da stand, dass ich tot bin. Aber das sollen wir ja, dass wir uns ausloggen, wenn wir gestorben sind, damit wir nicht direkt nochmal sterben. Ist nicht schlecht auf jeden Fall. Es war gut. Ihr müsst wissen, Foxy hat natürlich seine Folge direkt weiter aufgenommen. Dadurch konnte er meine Sachen sichern. Zumindest die Spitzhacke, was das Wichtigste darstellt. Ich glaube aber, die spawnt ja eh nicht. Das ist ja das Besondere an denen. Deswegen wäre das sogar ziemlich wurscht gewesen. Also von daher, gut. Aber Hauptsache ist es sicher. Und hier ist noch ein bisschen Kiesgekloppe. So, wunderbar. Wunderbärchen. Man kann die Hammer auch zusammenkloppen, um eben diese compressed Hammer zu kriegen. Aber ich weiß nicht, ob die wirklich besser sind. Ich habe das im Singleplayer benutzt. Ich bilde mir ein, es ist ein bisschen schneller, aber es lohnt sich eigentlich nicht. Oh Gott. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Ja, ist klar. Okay. Wenn jemand fragt, Sicherheit und so. The fuck. Dass sie sich da durchglitschen, gefällt mir gar... Oh Gott, sind da viele. Yo. Ist ja gar nicht unheimlich. So. Wenn wir jetzt bald genug Wasser haben, können wir auch endlich Tin machen. Und dann können wir zum Beispiel Eimer machen. Weil Eisen dauert ja noch eine ganze Weile. Und ganz wichtig, die Smeltery können wir dann machen. Dann können wir endlich Kupfer schmelzen, die Spitzhacke aufwerten und. So, da haben wir nochmal einiges an Zeug. Warte mal, hier kann man ein bisschen rüber tun, dass man weiß, hier ist Dust, hier ist Sand, hier ist Bruchstein und hier, nein, warte, so, Bruchstein und da ist Andesit, den will ich nicht. Nö, eigentlich nicht. Da ist Kies. Da haben wir noch irgendwie anderes Zeug, aber auf jeden Fall ist da das Wichtigste. Die Cropstacks nehme ich noch mit, das nehme ich noch mit. So, jetzt wollte ich mal kurz gucken, ob man die da reinlegen kann. Nee, kann man nicht. Schade. Schade, aber ich packe die mal hier rein. Essen habe ich auch noch genug. Zombieherz haben wir. Und sonst Hammer packe ich mal ein paar rein. Cropsticks packe ich rein, das packe ich rein, das packe ich rein. Ein bisschen habe ich lieber dabei. Ja, da kann ich auch... Na, ich nehme lieber mit. Und sicher ist sicher. Boah, das Geräusch. Ah, die verbrennen. Warum hauen die denn ab? Da ist ein Compressed Zombie. Und da... Ach, die brennen noch gar nicht. Guck mal, die... Ja, die haben gerade... na, wie sagt man? Oh, jetzt kann man nicht mehr rein. Ups. Ach, wie heißt denn das? Na, wo man hintereinander läuft. Ach Gott, warum fällt mir das... Ich blend's ein. Ich blend den Namen ein, es fällt mir gerade einfach nicht ein. Oh, ich wollte meine Waffe aufwerten. Ebenso meine Axt. Obwohl, hat die auch ein Level? Ja, die hat auch ein Level. Ach so.
Okay, jetzt brennt es draußen. Das gefällt mir. Ich mag es, wenn Zombies brennen. Das gefällt mir sehr gut. Ich brauche ein bisschen Kies. So. Gut. Oh Gott. Compressed Zombie verbrannte. Das heißt, jetzt kommt da nochmal 9 Zombies raus. Ja, wenn es aufhört, wenn die aufhören rumzuschreien, dann kann ich mal rausgucken, ob ich da nicht vielleicht irgendwas erhaschen kann. Der lebt noch. Ach, der brennt. Nee, doch, der brennt auch. Oh! Oh, fuck. Okay, das... Die Flamme sieht komisch aus. Okay, okay. Okay, ist wieder ausgegangen. Stehen die jetzt da unter? Weswegen die nicht... Kann ich mich nicht irgendwie... Komm, irgendwie durchglitschen? Das ist jetzt blöd. Allerdings kann ich doch... Achso, die ist kaputt. Hm, ja gut. Oh, ich habe nur noch... Folge ist gleich vorbei. Warte mal, dann noch schnell reparieren. Komm, das machen wir noch. Das machen wir noch. Wo habe ich meinen Flint hingetan? Hä? Hä? Ich hatte es doch gerade noch. The fuck? Hä? Na gut. Dann machen wir das jetzt so. Und so. Oh, meine Aufnahmezeit ist vorbei. Okay, dann würde ich sagen, gehe ich mal vom Server runter. Und das war's, Leute. Wenn es euch gefallen hat, dann schaut auch unbedingt mal bei den anderen vorbei. Und natürlich würde ich mich auch wunderbärschle davon freuen, wenn ihr mal ein Däumchen da lässt. Da weiß ich, dass es euch gefällt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Also bis bald, Leute, und tschüssi.